In der heutigen Shampoo-Schau möchte ich gleich über zwei Produkte sprechen und euch ein Shampoo und einen Conditioner vorstellen. Gerade wenn ihr auch Regain oder Minoxidil benutzt, müsst ihr darauf achten, die perfekte Pflege auch zu Hause zu haben. In dem Fall Shampoo und Conditioner. Es gibt kein anderes Produkt, kein anderes Shampoo, keinen anderen Conditioner auf dem Markt, der dem Haar und der Kopfhaut so viel Gutes tut, wie eben diesen beiden Produkte. Irgendwas fehlte da als Wort, aber gut. Die sind echt top. Und man kann mit Pflege halt ganz, ganz, ganz viel falsch machen. Und es steht eins fest, aus meiner Sicht, hiermit, mit den Produkten von Hergard, macht man ganz, 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 ganz viel richtig. Einen wunderschönen hier aus der Hauptstadt und willkommen zu deinem Männermagazin hier auf YouTube. Nach jetzt 3 Folgen zu meiner Corona-Infektion können wir uns heute endlich mal wieder auf das Tagesgeschäft und auf die wirklich wichtigen und interessanten Themen zurückbesinnen. Und deswegen gibt es heute eine neue Shampoo-Schau und ich werde gleich 2 Produkte vorstellen, nämlich ein Shampoo und ein Conditioner. Beide Produkte wurden extra für uns Männer entwickelt, die unter Haarausfall leiden oder von Haarausfall bedroht sind. Aus meiner Sicht, so viel möchte ich jetzt schon mal verraten, sind diese beiden Produkte 2 der vielversprechendsten Produkte oder Shampoos, die ich in den letzten Monaten zu Gesicht bekommen und getestet habe. Und heute möchte ich euch alles zu diesen beiden Produkten erzählen. Ihr erfahrt natürlich auch im Verlauf des Videos, wo ihr diese Produkte bestellen könnt. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann schlage ich vor, auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja, schön, du bist noch da. Ich habe natürlich auch nichts anderes erwartet. Und womit sollen wir anfangen? Ich würde sagen, fangen wir damit an, was man auch unter der Dusche als erstes nutzen würde, nämlich mit dem Shampoo. Das Shampoo heißt Koffein-Shampoo und Advanced Hair Follicle Stimulant von der Marke Hergard. Und Hergard sind ja auch die, die das Growband erfunden haben. Das hole ich mal kurz. Das Growband war ja dieses Gerät hier, welches man sich auf dem Kopf aufsetzt und dann eben mit dieser Pumpe den Ring hier quasi aufpumpt und dadurch den Blutfluss optimiert und die Kopfhautspannung senken kann und dadurch Haarausfall erfolgreich entgegenwirken kann. Dazu habe ich ja sogar 2 Videos gemacht. Ein Video, was sich extra nur mit dem Phänomen der Kopfhautspannung beschäftigt. Das verlinke ich hier nochmal. Und darauf folgte ja das eigentliche Video zu eben diesem Growband, wo ich die Wirkungsweise des Growbands klein klein erklärt habe. Und auch dieses Video verlinke ich hier nochmal. Erst letzte Woche hat jemand das Video nochmal kommentiert, der tatsächlich dieses Growband erworben hatte. Und er, ich habe den Kommentar auch angepinnt, beschreibt nochmal seine Erfahrung, die er mit dem Growband gesammelt hat. Und ja, das finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Deswegen schaut bei dem Growband-Video auf jeden Fall auch mal vorbei, wenn ihr noch etwas zusätzlich gegen euren Haarausfall tun wollt. So, den Link zum Growband selber findet ihr auch natürlich in dieser Videobeschreibung. Aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Shampoo-Schau und somit zum Koffein-Shampoo. Das Produkt als solches kommt halt in einer sehr hochwertigen, festen Verpackung und so sieht dann das eigentliche Produkt aus, ja, also in einer weißen Flasche. Man kann hier oben einfach drauf drücken, dann öffnet sich das und dann kann man ganz genau das Produkt portionieren. Das Besondere an diesem Shampoo ist, dass ganz viele schlechte Inhaltsstoffe, die fast in jedem Shampoo drin sind, die sucht man hier wirklich vergeblich. Es sind hier nicht drin. Es gibt keine aggressiven Sulfate, es gibt keine Silikone, es gibt keine PEGs, es gibt keine Parabene, es gibt keine Farbstoffe. All das ist hier nicht drin.
Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich so begeistert war von diesem Produkt und warum ich es jetzt gerade auch teste. Worüber man sich im Klaren sein muss, dadurch, dass eben keine aggressiven Sulfate drin sind, die ja primär drin sind, um das Produkt schön schäumen zu lassen, schäumt dieses Produkt auch wirklich überhaupt nicht. Das habe ich ja schon immer postuliert und gesagt, der Schäumungsfaktor ist nie ein Qualitätsmerkmal, wie gut oder wie gut reinigend ein Produkt ist. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Das heißt, wer das Produkt am Ende vielleicht sich bestellt, muss sich darauf einstellen, es wird nicht schäumen. Und auch vom Geruch her, bevor wir gleich auf die wirklich grandiosen Inhaltsstoffe zu sprechen kommen, nochmal ein kurzes Statement zum Geruch. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, den Geruch zu beurteilen, weil mein Geruchssinn, ich sag mal noch nicht, wieder bei 100% ist. Aber der Geruch ist auf jeden Fall komplett anders als jegliches Shampoo, was du davor benutzt haben wirst. Das liegt in erster Linie an den Inhaltsstoffen. Insgesamt sind hier 19 Inhaltsstoffe drin. Und hier sind so viele so gute Inhaltsstoffe drin, auch Inhaltsstoffe, die mich persönlich überrascht haben, die ich noch nie in einem anderen Shampoo gefunden habe. Um jetzt mal ein paar herauszustellen, also als Hauptingredient, und das wird direkt als an erster Stelle genannt, ist Apfelessig drin. Apfelessig tut der Kopfhaut und den Haaren sehr, 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 sehr gut, weil es die Haare schonend reinigt und auch dünneren Haar danach das Gefühl gibt, kräftiger zu sein. Und man hat auch das Gefühl, dass auch mehr Haar da ist. Und Apfelessig kannte ich bisher nur von meiner Friseurin, die mir empfohlen hatte, anstatt einen Conditioner zu verwenden, einfach mein Haar mit Apfelessig zu spülen. Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Den Versuch wollte ich auch nochmal für euch hier machen. Aber der erste Inhaltsstoff, der auch an Position 1, wie gesagt, genannt wird, Apfelessig, habe ich noch nie gesehen. Und eben von diesem Apfelessig rührt auch dieser etwas, ich sag mal, sonderbarere Geruch. Aber man gewöhnt sich dran und nach dem Shampoonieren riecht man davon eh nichts mehr. Und warum ist jetzt dieser Apfelessig drin? Der Apfelessig ersetzt quasi die Wirkung von den aggressiven Sulfaten und Tensiden. Das heißt, der Apfelessig ist prima dafür verantwortlich, die Kopfhaut und die Haare schonend zu reinigen. Das heißt, es befreit unsere Kopfhaut und unser Haar von Schmutz, ohne die Kopfhaut anzugreifen. Das heißt, die Bakterien, die unsere Haut braucht, um gesund zu sein, die werden nicht weggewaschen. Das heißt, durch das Apfelessig wird unsere Kopfhaut gereinigt, aber der pH-Wert von unserer Kopfhaut wird berücksichtigt und respektiert. Und Apfelessig ist insofern auch sehr innovativ, weil es die Kopfhaut und das Haar reinigt, ohne die Kopfhaut anzugreifen. Also die klassischen aggressiven Sulfate, Sodium-Lauretsulfate, die man in fast jedem Shampoo findet, die sind hier halt nicht drin. Apfelessig tut deren Job und das auf einer viel, viel sanfteren Weise. Es wäscht auch nicht die guten Öle runter, die wir auf unserer Kopfhaut sowieso haben, die gebildet werden. Die bleiben dort, wo sie sind. Bakterien, die unsere Haut braucht, um zu funktionieren, auch die werden nicht weggewaschen. Und was man auch sagen muss, durch unsere tägliche Haarwäsche, oftmals mit sehr hartem Wasser, verbleibt oftmals auch Kalk, ja, auf unserer Kopfhaut. Man spricht auch von einer sogenannten Kalkification. Und auch dieses Shampoo mit seinen Inhaltsstoffen sorgt dafür, dass sich eben nicht solche Kalkablagerungen auf unserer Kopfhaut breit machen können. Dann ist hier noch drin Panthenol, das haben wir schon sehr oft gesehen. Das ist ein Wirkstoff, der die Haut ja beruhigt und die Zellregeneration ja anregt. Dann ist noch drin Olivenextrakt, Kokosöl. Ich muss das hier mal abspicken, weil so viele so gute Inhaltsstoffe sind. Dann ist drin Seidenprotein, Vitamin E, Koffein, Taurin, Biotin, Kollagen, Orangenöl. Das sind, ich meine, die Hauptwirkstoffe in diesem Produkt. Also ganz viele komplett natürliche Inhaltsstoffe. Und das Wichtigste an diesem Shampoo ist wirklich, dass es komplett frei von den ganzen aggressiven Ingredients ist, die sonst fast in jedem Shampoo drin sind. Das Einzige, und das möchte ich natürlich auch nicht verschweigen, was mich dann doch hier dran stört, ist, dass hier insgesamt 4 Duftstoffe drin sind.
Und es gibt auch schon an zweiter Stelle ein Fragrance, also ein Parfüm, was zugesetzt wurde. Ich gehe mal felsenfest davon aus, dass man das gemacht hat, weil man etwas gegen diesen Geruch vom Apfelessig tun wollte. Und vielleicht sind auch noch andere natürliche Inhaltsstoffe drin, die keinen guten Eigengeruch haben. Mir persönlich ist das wirklich komplett egal. Also ich würde lieber noch auf diese vier zugesetzten Duftstoffe verzichten. Trotzdem, trotz diesen vier Duftstoffen, die hier drin sind, also das sind ja keine Duftstoffe, die jetzt nicht offiziell erlaubt sind, sondern die sind ja alle für sicher befunden. Trotzdem bin ich ja der Grundüberzeugung, je weniger Duftstoffe man seinem Körper zuführt, umso besser. Dabei bleibe ich auch. Und deswegen habe ich dem Hersteller auch meine Meinung geschrieben und ihnen nahegelegt, vielleicht zu überprüfen, ob man nicht auf diese Duftstoffe verzichten kann. Weil dann ist dieses Produkt, abgesehen von einem sehr hohen Preis, den ich gleich noch verrate, wäre dieses Produkt das mit Abstand aus meiner Sicht beste Shampoo, was man als Mann nutzen kann. Ohne Wenn und Aber. Und das, die zweite Schwachstelle an dem Produkt, muss ich auch sagen, ist wirklich der Preis. Das wird auf der Website, wird der Preis ja in Dollar angezeigt. Wenn man das umrechnet auf den Euro, sind das ca. 33 Euro. Der Hersteller verspricht, dass man mit diesem einen Shampoo, und hier sind 150 Milliliter drin, dass man damit ca. 2 Monate hinkommt. Da muss man sich aber wirklich disziplinieren, weil man hat ja das Gefühl, dadurch, dass es nicht schäumt, dass man noch mehr Produkt braucht. Und dann wird natürlich das Produkt noch schneller alle gehen. Aber wenn man anerkennt, dass hier sonst gar nichts Schlechtes drin ist, außer eben diese Duftstoffe, und diese Duftstoffe als sicher deklariert sind, würde ich wirklich sagen, wer seinen Haaren etwas Gutes tun will, der sollte dieses Produkt einfach mal ausprobieren. Das Gute ist natürlich auch, dass es hier wieder eine diesmal 180 Tage Geld-Zurück-Garantie gibt. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, das Shampoo funktioniert nicht, dann kann man sein Geld zurückverlangen. Genau, und das ist für mich sowieso immer ganz besonders wichtig. Wenn du das Produkt bestellen willst, dann findest du den Link zur Website in meiner Videobeschreibung, und ich kann das euch wirklich nur ans Herz legen, dieses Produkt einfach mal auszuprobieren. Und das Produkt ist ja nur der Anfang, weil zu diesem Shampoo gibt es auch noch ein großartiges, wirklich großartiges Conditioner-Produkt. Und das stelle ich euch jetzt als nächstes vor. Auch dieses Produkt kommt in einer sehr hochwertigen Umverpackung daher. Hier sind wieder 150 Milliliter drin. Das Produkt habe ich jetzt auch schon mehrmals angewendet. Warum ist es wichtig, nach dem Shampoo einen Conditioner zu verwenden? Also wenn ich das nicht mache, komme ich mit der Bürste oder dem Kamm fast nicht durch meine Haare und reiße mir Haare raus. Deswegen muss man sich wirklich dran gewöhnen, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo das Haar ein bisschen länger wird, einen Conditioner zu verwenden. Und ich habe über Monate, schon während ich die erste Shampoo-Show im Kasten hatte, habe ich immer schon nach einem guten Conditioner geguckt. Und ich habe bisher noch keinen überzeugenden Conditioner gefunden. Immer sind Silikone drin, sehr, sehr oft sogar, oder PEGs oder Parabene oder ganz viel Duftstoff, ganz viel Farbstoff. Also immer wieder 1000 Gründe, einen Conditioner nicht zu kaufen. Und das ist wirklich erschreckend. Aber dieser Biotin Conditioner, so wird er benannt, ist wirklich ein Conditioner, den ich von der Formel so noch nie gesehen habe. Und schauen wir uns hier mal die Inhaltsstoffe an. Insgesamt sind hier tatsächlich 29 Inhaltsstoffe drin. Es gibt hier auch wieder diesen Klappmechanismus, das heißt, man drückt hier oben drauf und dann kann man das Produkt sehr gut portionieren. Hier ist drin Wasser, Aloe Vera Saft, Arganöl, Aprikosenkernöl, Avocadoöl, Mandelkernöl, Haselnussöl, Pfirsichöl, Rübenkohlöl, tatsächlich, da war ich sehr überrascht, Zitronenöl, Limettenöl, Vitamin E, Sonnenblumenöl, Biotin, Kokosnussöl, Bienenwachs, Allantoin, Sojaprotein, Maisprotein, Weizenprotein. Da sind wirklich so viele gute, krasse Inhaltsstoffe drin. Und als ich den Test gemacht habe, nach der Anwendung von dem Conditioner, bin ich super smooth, ja, komisches Wort, aber beschreibt es ganz gut. Ich bin wirklich ohne zu ziepen durch mein Haar gekommen. Und vom Haargefühl her, nach der Haarwäsche, war das wirklich ein komplett anderer Schuh, als wenn ich andere Produkte vorher verwendet hatte, also Shampoo und Conditioner. Und es hatte auch mehr Glanz danach. Und ich habe noch nie einen Conditioner gesehen, wo so viele natürliche Inhaltsstoffe enthalten sind.
Und wenn ihr dann auf den Link zur Webseite des Herstellers, wenn ihr da mal draufklickt, dann werdet ihr auch sehen, dass es unzählige 4-5 Sterne Bewertungen gibt, eben zu diesen Produkten, sogar zu beiden Produkten. Sei es jetzt das Shampoo oder auch den Conditioner. Beide Produkte werden wirklich fulminant gut bewertet und ich verstehe auch warum. Und auch wie beim Shampoo gibt es auch beim Conditioner die 180 Tage Geld-Zurück- und Zufriedenheitsgarantie. Und auch der Conditioner, und das ist so ein bisschen das Manko, ist nicht sehr preisgünstig. Umgerechnet sind das auch ca. 33 Euro, die dieses Produkt kostet. Gemäß Hersteller kommt man auch hier mit ca. 2 Monate hin, dann darf man aber echt nicht viel Produkt nutzen. Das ist so mein Eindruck von meinen ersten Verwendungen. Es gibt neben dem Preis, und das möchte ich nicht vorenthalten, noch einen kleinen Wehmutstropfen. Und zwar sind hier auch in dem Conditioner 2 Duftstoffe drin, die es meiner Meinung nach nicht braucht. Das habe ich, wie gesagt, dem Hersteller auch zum Conditioner mitgeteilt. Und ich bin gespannt, ob das irgendwas bringt, weil wenn diese Duftstoffe hier draußen noch verschwinden, dann ist es wirklich der perfekte Conditioner. Ich hatte ja bei meinem Video zu Paula Choice, was ich hier nochmal verlinke, hatte ich ja bemängelt, dass dort Phenoxyethanol als Konservierungsmittel drin ist. Und Phenoxyethanol ist leider auch in diesem Conditioner enthalten, was ich nicht okay finde. Genauso, dass hier auch ein Farbstoff drin ist. Gleichwohl gibt es keinen anderen Conditioner, der so viel Gutes in sich vereint, wie eben dieser Conditioner. Somit ist das immer noch aus meiner ganz eigenen, authentischen Sicht das beste Produkt und der beste Conditioner, den man aktuell auf dem Markt einfach finden kann. Das Koffein-Shampoo und der Biotin-Conditioner haben mich absolut, wirklich absolut überzeugt. Es sind aus meiner Sicht die aktuell besten Produkte, die man dem Männerhaar zuführen kann, welches von Haarausfall bedroht ist. Auf beiden Produkten gibt es eine 180 Tage Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn ihr damit nicht zufrieden seid, kriegt ihr euer Geld zurück. Beide Produkte kosten das gleiche, so circa um die 33 Euro für 150 Milliliter, wo man circa 2 Monate mit hinkommen soll. Und man möchte ja unbedingt vermeiden, dass der Haarausfall fortschreitet. Das ist ja auch für mich mein allergrößtes Anliegen. Und man kann mit Pflege halt ganz, ganz, ganz viel falsch machen. Und es steht eins fest, aus meiner Sicht hiermit, mit den Produkten von Hergard macht man ganz, 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 ganz viel richtig. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr diese Produkte schon mal gesehen habt, ob ihr sie vielleicht sogar schon mal verwendet habt. Ich interessiere mich für euer Feedback, also haut in die Tasten. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald schon wieder zum nächsten Video auf deinem Männermagazin. Bleibt bitte gesund, reduziert Kontakte und denkt dran, du bist, was du aus dir machst. Euer Gray.